So, dann sag ich mal Lu und herzlich willkommen zurück bei This is the Police. Ich bin der Zoverock und ja, es ist schon wieder eine ganze Menge passiert. Drohende Epidemie, eine neue Grippe, Gottes Willen, für Neubau des Stadions zugesichertes Gelder verschwinden. Okay, verschwunden. Obdachloser gewinnt Lotto mit 23 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Da hat er schon mal Kohle in der Tasche. Und ich glaube ganz fest, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht. Was? Ich? Das lässt doch nicht wahr. Basley und Schau haben sie sind nach Tibet abgebrochen. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser scheiß Knecht, die wurde da reingeholt. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Sohn hatte einen Autounfall und ja, klar, kannst du zu Hause bleiben. Na super, ich dreh durch. Es ist doch nicht zu fassen. Oh Mann, oh, lass bloß Kleinkind in die Bude rein. Stadtverwaltung, also ja, der Mann trifft morgen ein. Wir hoffen, dass alles bereit ist. Mal gucken, ne? Freie Stellen, natürlich wieder gestrichen, na klar. Die streichen uns alles, was irgendwie möglich ist, ne? Ermittlungen, lass uns mal kurz gucken. Pass mal auf. Fahrerflucht, Detective Details, pass mal auf, so. Dieses dunkle Auto kommt in die Kurve gerast. Es heißt ja aber, ich habe mich aber ein bisschen rumgehört, ne? Also das muss ja nicht unbedingt das dunkle Auto gewesen sein. Das kann ja auch das rote Auto. Das rote, das kann ja auch dunkel sein. Oder nicht? Aber das hatten wir doch schon hin. Wir hatten das schon alles hingepackt. Das war für einen Eimer, oder nicht? Wir tauschen das mal aus. Das kann doch nicht sein. Nein. Nein! Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder was? Oder wie? Oh Gott! Das kann doch nicht wahr sein! Wir haben die ganze Zeit mit dem dunklen Auto rumgehückert und dabei war es das Rote. Oh mein Gott, na gut. Raub. In einem der Lagerhäuser am Hafen ist ein Alarm ausgelöst worden. Der zuständige Wächter reagiert nicht, aber der Besitzer sagt, das wäre nicht ungewöhnlich. Offensichtlich ist der Wächter ein alter Mann, der oft trinkt und in dem Lagerhaus auch übernachtet. Der Raum, in dem der Alarm ausgelöst wurde, dient zur Lagerung gefrorenes Fisches. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, da stecken wir mal einen Mann hin. Das kann nicht so das Katastrophale sein. So, Flucht. Fahrerflucht. Williams Lieblingsort, um sich in einer hinter der Binde zu kippen. Wer kennt sich nicht? Zwei Beamte schicken, um den Leiter zu unterstützen. Wir schicken mal zwei Beamte dahin. So, schick die mal hin. Okay, was ist hier noch? Fahrerflucht. Das noch. Aber das haben wir doch gerade. Was? Das ist doch gleich, das ist das Gleiche, oder was? Nee, wie? Ich schicke da mal zwei Leute. Was ist denn das für ein Kram? Leitende Detective. Der ist gerade unterwegs. Nein, ich will nicht umfahren. Schließen. Okay. Aber die bleiben hier. Pass auf, Sand braucht Hilfe. Ein paar von Vargas Männer haben mit Flammenwerfern einen Stadtpark, der nach Sand benannt wurde, niedergebrannt. Das ist eindeutig ein Fall für die Polizei. So, Sterling. Was haben wir hier? Oh, wir haben Plätze. Zwei Plätze frei. Nee, ein Platz. Nee, zwei. Für den Detective auch noch. Oh, pass mal auf. Personal. Schicht A. Jetzt muss ich mal kurz verlassen. Ich muss mal kurz gucken. Wir haben heute Schicht A. Morgen kommen sie, ne? Morgen kommen sie. Ich würde sagen, wir haben hier eins. Haben wir da drei zusammen? Da ist die Lay. Ist da. Pass mal auf. Lass uns noch mal für morgen. Uns fehlt da ja auch eine Person, ne? Arbeitsmarkt. Für, haben wir einen Asiate? Wir haben keinen Asiaten. Das ist doch wieder ein Witz, oder was? Wir dürfen keinen Asiaten einstellen. Warum nicht? 800. Hier. Du machst meinen Freund Schicht B. Schicht B. Und wir haben noch einen davon. 110. Genau. Und es ist für... Augenblick. Personal... Schicht A, ne? Genau, Schicht A. Sie ist Schicht A. So, läuft. Schließen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das klappt. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. So, Fahrerfluchtbericht. Okay. Täter gefasst.
Hier, der Case, der ist richtig gut, ne? Alter Freund. Schließen. Alle Verdächtigen können verhaftet werden. Schließen. Raub. Zack. Vogelschwarm ausgelöst. Oh Gott. Na gut. Vogelschwarm. Na gut. Fehlalarm, die kommen halt vor, nicht? Wie war das denn so schön? 50% von den Einsätzen sind Fehlalarme. Vergewaltigung im Ghetto. Ein älterer Mann hat auf einem nächtlichen Spaziergang mit seinem Hund gesehen, wie ein Mann und eine Frau eine dunkle Gasse betraten. Anschließend hörte er die Frau rufen, Hilfe, er will mich vergewaltigen. Oh, wir schicken mal zwei Mann hin. So. Raubapotheke? Gut, hier, pass mal auf, Case. Schau mal hin da. Fortfahren. Du regelst mal kurz Autodiebstahl. Eine ältere Frau, die für die Nacht die Rollläden heruntergelassen hat, bemerkte, wie auf der anderen Straßenseite zwei Teenager das Fenster eines Autos einschlugen und dann einstiegen. Das wollen wir noch mal kurz unterbinden, das Ganze. Das kriegen wir mal hin. Oh, warte mal, was haben wir hier? Gewalt netto. Ghetto. Netto. Ein verwundeter Mann liegt bewusstlos neben einer Frau in einem zerrissenen Kleid. Die Frau steht unter Schock und verbirgt etwas hinter ihrem Rücken. Eine Waffe. Die Waffe auf die Frau richten und ihr befehlen, die Hände zu heben. Keine Sorge, sie bekommen keinen Ärger. Wir haben einen Zeugen. Beruhigen wir uns erstmal und trinken um die Ecke einen Kaffee. Keine Sorge, sie bekommen keinen Ärger. Nein! Ach, was ist das für ein Mist? Das ist doch nicht zu fassen, oder was? Alter, gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Das ist wirklich ein schlimmes Ding hier. Also. Mann, du. Du gleich... Ne? Stadtverwaltung. Heute wird in Freiburg ein Konzert des Popsängers, hast du nicht gesehen, stattfinden. Wir haben den Organisatoren des Konzerts versprochen, bei der Sicherung auszuhelfen. Bitte schicken Sie Ihre besten Leute. Ja, nützt nix. Ermittlungen haben begonnen. Raub. Autodiebstahlbericht. Na und? Jemand erschossen worden bei uns? Nein. Super. So, Raub. Ermittlungen haben begonnen. Okay. Gut, dann müssen wir abwarten. Können wir sowieso nichts dran rütteln gerade. Ermittlungen machen wir auf. Was haben wir denn noch hier in Gange? Zerstörung von Eigentum. Das kriegen wir nicht auf die Reihe. Das kriegen wir nicht ins Ghetto, das Ganze hier. Ich verstehe es nicht. Das Ding muss da mit ran. Er ist mit seinem Motorrad reingefahren. Der hat doch kein Dreirad benutzt. Motorrad, haben die gesagt. Motorrad. Und das sieht auch so aus. Und irgendwie hat er keinen Helm auf, ne? Aber diese Flaschengeschichte, ne? Wo ist diese Flaschengeschichte? Gestoßen, hat ihn hier geschubst. Ah, ich hoffe mal, dass da vielleicht noch was zusammenkommt. Aber sag mal, wo sind unsere ganzen Leute eigentlich? Detectives. Wo sind die ganzen... Hier. Ach, er ist nicht mehr dabei. So, die drei haben wir. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir noch was zusammen. Also, ich verstehe es nicht. Ist mir ein Rätsel manchmal. Aber das erste war ja auch so extrem verdreht, nicht? Eine Verlobungsfeier ist zur... eine Bombenkrise geworden, nachdem unsere Gäste eine leistungsstarke Bombe direkt unter der Gästetafel gefunden haben. Unsere Experten haben sie bereits entschärft. Aber es wäre schön, wenn die Polizei unsere verängstigten Gäste beruhigt und bestätigen könnte, dass die Situation unter Kontrolle ist. Kriegen wir hin. Mitchell! Wir kriegen immer weniger Leute. Also die, ich weiß nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wandern die nach Tibet aus? Das ist doch nicht zu fassen. Sag mal, wo, ne? Angriff, Gemüseladen, oh Gottes Willen. Gefährliches Gemüse. Zwei Frauen und ein Mann wurden dabei beobachtet, wie sie ein afroamerikanisches Pärchen angriffen und ausgerechnet mit Stiefeln auf... Angriffen und ausgerechnet mit Stiefeln auf sie einschlugen.
Ein örtlicher Ladenbesitzer warnte sie, dass er die Polizei rufen würde, worauf der Mann weglief, die Frauen aber den seltsamen Angriff fortsetzten mit Stiefeln. Was ist denn da los? Mal zwei Mann hinschicken, ne? Das gibt's doch gar nicht. Das finde ich jetzt kurios. Auf jeden Fall, wir haben asiatische Arbeiter, also Polizisten und Detectives, das haben wir. Das müsste normalerweise morgen funktionieren. Dass, wenn der Kongressabgeordnete oder was immer das auch ist, da ankommt. Angriff. Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilist unversehrt. Sehr gut. Haben wir auch. Sehr schön. Mist. Gibt's doch gar nicht. Bericht Raub. Drei neue Schnappschüsse gekriegt, bekommen. Sehr gut. Warten wir ab. So, Zerstörung von Eigentum. Keine neuen Ansichten. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Wir haben doch alles durchoperiert. Ich verstehe es nicht. Er kam in die Kirche gefahren mit seinem Motorrad, hat die Leute dazu über den Haufen gefahren, hat den Priester geschubst, den, was ist denn das hier? Normal ist das hier überflüssig, das brauchen wir gar nicht. Dann hat er seinen Helm nach dem Kruzifix geschmissen und ist wieder weggefahren. Aber hier fehlt irgendwie die Flasche. Da fehlt die Flasche. Ich verstehe es nicht. Ist mir ein Rätsel. Ist ein Rätsel, das begreife ich nicht. Naja, muss ich vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, ne, ich suche noch... Naja. Was ist das hier? Warum sind die nicht da? Ach, die sind, glaube ich, noch. Warte, Tag beenden. Tag beenden. Oh Gott, das Zeit, die rennt hier, ne? Send 18.12. Der Vorsprung wächst. Fortfahren. Send will sich breit machen, wa? Für Tod erklären, Bearbeitung der Unterlagen. Ja, was machen wir da? Ja, ich würde mal sagen, ne? So. So, für morgen ist die Sache ja hier geregelt. Da haben wir asiatisch. Da haben wir eine Asiatin. Asano ist auch eine Asiatin. Da haben wir auch noch eine. Wir haben so viele. Wir haben reichlich. So, wir haben auf jeden Fall genug Leute hier. Das müsste funktionieren. Leute, das muss funktionieren. So, Tag beenden. Tag 22 haben wir schon an der Hacken. Das rennt ja wie Hölle hier, Freunde. Wie gesagt, ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann ja, bis zum nächsten Mal, nicht? Und tschüssi.